State mit der Patricia Boser. Hallo und ganz herzlich willkommen zum letzten Mal Swiss State in diesem Dekor und in diesem Studio. Geniessen wir also nochmal unseren kitschigen Vorhang und die pastellfarbigen Säulen. Auch heute haben wir natürlich 8 liebeshungrige Singles, die klar auf der Suche sind nach einem Schätzchen. Allen voran ist Andrea unsere Singlefrau. Die 34-jährige Flight Attendant hat ein ganz klares Ziel: ein Mann, ein Haus und ein Kind. Swiss State hofft auf einen Treffer, was den Mann anbelangt. Für die anderen beiden Wünsche, da müsst ihr selber schauen. Die Andrea im zweiten Teil von unserer Sendung, weil zuerst ist er da. Ein Riesenapplaus, da ist der Henne! Ciao, Henne, hoi! Henne, also ich nehme nicht an, dass du immer schon so geheissen hast und so getauft worden bist. Nein, getauft bin ich Hansrudi und den Übernamen habe ich im Kindergarten bekommen. Du hast dich selber bei uns angemeldet, und zwar, weil deine Kollegen gesagt haben, jetzt melden wir dich dann bei Swiss State an. Warum hast du da damit gedroht? Wie ist das da zu dem gekommen? Ich denke, sie finden, dass es wieder mal nötig ist, dass ich wieder mal Freundin habe. Es wäre schön, dass ich jemanden habe, um ein bisschen zusammen Sport zu treiben. Du hast gedacht, denen zeige ich es. Lieber gehe ich selber, als dass sie mich anmelden. Finde ich gut. Positiv, da sollen sich nur alle ein Beispiel nehmen. Du hast uns geschrieben, du hättest in diesem Jahr drei Beziehungsversuche hinter dir. Das klingt irgendwie noch witzig. Was ist das? Ja, ich habe Leute kennengelernt, besser gesagt Frauen. Und da hat sich dann etwas daraus entwickelt. Und dann hat sie dann gefunden, sie wüsste nicht so recht. Und dann ist es einfach ein bisschen kompliziert worden. Und dann haben wir das wieder beendet. Was du für eine Frau suchst, das weiss niemand besser als die Ex-Freundin vom Henne 1992-93. Der Henne, der läuft immer an komplizierte Frauen her, die nicht wissen, was sie wollen. Und darum wünsche ich mir für ihn eine Frau, die sportlich ist, tolerant, unkompliziert, damit er sich auf die schönen Sachen im Leben konzentrieren kann. Hast du ihr Inputs gegeben für diesen Satz oder weiss sie das so gut? Nein, sie kennt mich so gut. Also, das ist schon von ihren ausgekommen. Ja, wie gut kennt sie dich denn heute noch? Was haben wir noch für ein Verhältnis? Wir haben ziemlich gute Kollegschaft. Also, wenn es mir mal nicht gut geht, gehe ich bei ihr vorbei und ich kann mich gut mit ihr aussprechen. Und darum kennt sie mich eigentlich ziemlich gut. Aber es ist keine Gefahr für irgendeine neue Freundin? Nein, sie hat also einen Freund. Wieder mal etwas würde laufen? Nein, gar nicht. Sie hat einen Freund. Und dein Glas ist noch voll, du kannst mal einen Schluck nehmen. Und unterdessen würde ich sagen, schauen wir uns das Porträt an, das Christian Köppel von unserem Henne gemacht hat. Ich arbeite in einer Firma, die Mobilfunkantennen baut. Dort bin ich zuständig für die Abläufe des Bauens dieser Antennen. Momentan sieht man mich da gerade bei der Kontrolle von so einer Anlage auf dem Masten oben. Und gefallen tut mir der Job, weil ich, wenn es schön ist, draußen bin und wenn es wüst ist, bin ich im Büro. Meine Mutter ist der beste Koch, den es überhaupt gibt. Wenn ich wieder mal in der Nähe bin, gehe ich gerne dort vorbei und gehe etwas essen. Sie führt das Restaurant ganz allein, schon seit Jahrzehnten fast. Und ich bin immer gerne wieder daheim, wo ich aufgewachsen bin. Tennis spiele ich erst seit 2 Jahren. Darauf bin ich durch meine Kollegen, die alle halbe Tennisprofis sind, und gefunden, ja, jetzt müssen sie auch endlich mal anfangen damit. Mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe, bin ich zufrieden. Nur muss ich noch ein bisschen dazulernen, da meine Kollegen alle noch einen Zacken besser spielen. Aber das müsste ja eigentlich für dich kein Problem sein, weil du bist, glaube ich, ziemlich ehrgeizig. Du machst einen Haufen Sport. Was machst du alles? Ja, es fängt bei Skifahren an, geht über Snowboarden, Inline, ein bisschen Fitness. Und früher bin ich Skisprung und Langlauf, also nordische Kombination. Skispringen, also ein halber Simon Amann? Ja, nicht ganz, aber oder nicht mehr ganz wahrscheinlich. Warum hast du aufgehört? Das war aus beruflichen Gründen, weil ich damals mich entscheiden musste zwischen Halbprofi und Ausbildung. Und dann hat halt die Ausbildung den Vorrang gehabt. Lustet sie nicht? Doch, wenn ich ab und zu wieder ein bisschen Fernsehen schaue und Skispringen schaue, dann natürlich sehnt man sich immer wieder ein bisschen zurück. Aber ich denke, das, was ich jetzt eingeschlagen habe, den Weg, der ist sicher auch nicht schlecht. Sport hast du auch fast schon ein bisschen beruflich gemacht als Skilehrer in St. Moritz. Genau.
Ich habe gehört sagen, du hättest dort nie einen Flirt gehabt. Bist jetzt du einfach zu brav oder zu scheuch? Ja, wahrscheinlich beides ein bisschen. Nein, ich habe auch gar keine Zeit gehabt. Ich habe dort oben so viel gearbeitet. Na komm, jetzt hör aber auf. Doch, aber das ist wahr. Ja, hast du jetzt die Fühlst du aus? Nein, ich habe am Morgen angefangen eigentlich mit Skilehrern den ganzen Tag. Und dann am Abend bin ich Ski verkaufen und noch später am Abend bin ich Autos parkieren. Da bleibt wirklich nicht viel Zeit. Also, du müsstest gerade eine kennenlernen, die dir den Autoschlüssel in die Hand gibt. Genau. Aber es war wahrscheinlich nicht so ganz deine Zielgruppe, oder schon? Nein, gar nicht, nein. Und Frauen bei dir haben das nicht probiert? Ich meine, Skilehrer, Tennislehrer, das ist immer so ein bisschen... Zieht ja noch? Ja, man hat sicher mal gewisse Kontakte gehabt, aber das war eben, wie gesagt, keine Zeit rum. Zeit nehmen musst du dir für unsere drei Frauen, um die drei Fragen zu stellen. Hast du die Zeit? Die Zeit habe ich auf jeden Fall. Die musst du nehmen, weil sie nämlich drei ganz tolle Frauen. Und die kommen jetzt dann gerade. Das grosse Glück und die wahre Liebe kannst auch du finden. Meld dich bei Swissdate an und verlieb dich unsterblich. Schick deine Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf und deiner Handynummer an Swissdate, Postfach 8031 Zürich. Oder log dich ein unter swissdate.ch. Und schon bald schwebst auch du auf Wolke 7. Henne, beschreib doch einmal deine Henne. Meine Freundin sollte eigentlich spontan sein. Sie sollte ehrlich sein, treu und vor allem sportlich. Das ist mir sehr wichtig. Ein Applaus, da ist sie die erste Kandidatin, die probiert, dein Herz zu erobern. Das ist Barbara. Barbara wünscht sich einen Partner mit Herz, Humor und starkem Willen. Einen also, der weiss, was er will und es ihr nicht krumm nimmt, wenn es wieder mal ein bisschen kompliziert tut. Dafür ist sie nämlich ganz eine Gutmütige. Bei uns in der Mitte sitzt Dolma. Sie ist oft ungeduldig mit sich selber, unsere Dolma. Manchmal ist sie zu spontan und reden, das macht sie fürs Leben gern. Ihr Traumtyp darf darum garantiert kein Stille sein und ihr müsst offen für alles Neue sein. Last but not least, Manuela. Auch Manuela will wieder mal Flugzeuge im Bauch haben. Verlieben würde sie sich in einen Mann, der super lieb ist und sie so nimmt, wie sie ist, mit ihrer Beziehungsangst und ihrem Freiheitsdrang. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hoi. Hallo. Ich glaube, da fangen wir gerade mal an, bevor wir noch nervös werden. Zu meiner ersten Frage. Ich treibe sehr gerne Sport. Und wenn ich jemandem erzähle, dass ich früher Ski gesprungen bin, heisst es immer, ui, das würde ich mich nie getrauen. Bei welcher Aussage von dir würde ich sagen, das würde ich mich nie getrauen, Barbara? Wahrscheinlich, wenn ich heimkomme und dir von meinem Job erzähle, dass ich Rettungssanitäterin bin. Bei was würde mich bei dir den Mut verlassen, Dolma? Wenn du wie ich als Verkehrskadettin im Feierabendverkehr am Zentral stehst, den Überblick behaltest und dann erst noch ein kurzes Röckchen. Wann würdest du die Angst haben, sie mir wecken, Manuela? Wenn du mit mir 3 Stunden ohne Sattel kommst, reiten, dann würdest auch dir den Angstschweiß aus den Poren treiben. Am Schluss sagst du dann selber «Hui!» Als ich an meiner Taufe gehört habe, dass ich Hans-Rudi heissen soll, habe ich angefangen zu brüllen. Doch niemand hat mich verstanden. In was für einer Situation fühlst du dich unverstanden, Dolma? Also gerade zum Brüllen bringt mich mein Vorname nicht. Aber die ewige Witze wie «Dolma, geh statt Olma» gehen mir schon langsam auf den Nerv. Was treibt dir Tränen in die Augen, Manuela? Beim herzhaften Lachen und bei meiner momentanen Verkältung. Und was löst bei dir Heulkrämpfe auf, Barbara? Männer mit weissen Socken. Sind das aber nicht gerade etwa deine? Nein. Du siehst mich Tennis spielen. Bist hin und weg von mir. Was lässt du dir einfallen, um mein Ballgirl zu werden, Manuela? Ich schreibe auf 1000 Tennisbälle «I love you». Dann besorge ich mir eine Ballmaschine und ich schiesse dir innerhalb einer Minute alle zurück. Okay.
Wieso bist du für diesen Job prädestiniert, Barbara? Was? Eine Ballmaschine? Also, das brauche ich nicht. Welche sind deine Referenzen als Ballgirl, Dolma? Klein, flink und ein grosses Maul, um den Gegner abzulenken. Mit wem du dich heute Abend amüsierst, das kannst du uns nach dem Ausgangsfilm zeigen. Mit den Chauffeuren der Autovermietung Rent-A-Car und der Fahrzeugflotte von Fiat Zürich geht es ab in Ausgang. Zuerst verwöhnt uns Restaurant Spinnerei einen Anteil mit feinen Köstlichkeiten. Zum Tanzen gehen die anschliessend ins Dance in P1 nach Dübendorf. Dort geht bis in die frühen Morgenstunden die Post ab. Ja, jetzt darfst du wählen. Du bist schon ganz ungeduldig, gell? Ja. Nächsten Freitag ist Valentinstag und das ist etwas für die Verliebten. Verliebt bist du noch nicht, aber das wird sich nach der Sendung sicher ändern. Da kommt sicher ein Haufen Mails über. Danke. Ich darf dir wie allen Swiss Tätler eine CD überreichen. Das ist die neueste von Michael Learns to Rock mit ganzen Haufen tollen Schmuse-Songs drauf. Jetzt kommen wir zu euch zwei. Ich habe natürlich auch so eine CD über. Und auch eine Kamera. Fuji-Film, Sofortbildkamera. Das erste Bild. Souverän. Gut. Ja, cool. Ist auch cool. Könnt ihr mitnehmen ausgehen. Cool. Vielen Dank. Unsere dritte Kandidatin hat das Rennen gemacht. Wann hast du gewusst, ich nehme sie? Ja, wo die Kombination zwischen Ballgirl und Ballmaschine gekommen ist, dachte ich, wohl, das könnte sein. Ja, was meinst du so zu ihm? Gefällt er dir oder findest du gerade von Anfang an näher? Sympathisch, doch. Wir erfahren nächste Woche, was er so in zwei Worten ist, Henne und Manuela. Nicht nur unsere heutigen Kandidatinnen und Kandidaten sehen Sie auf swisstate.ch, weil man will ja die auch kennenlernen und ein Mail schreiben, sondern natürlich auch die von letzter Woche. Wir können damit zur Rubrik «Wer, mit wem, wieso?» die getrennte Befragung von Anja Pfister. Also Cecilia hat für mich eine mega Ausstrahlung übergebracht und auch Wärme. Also ja, sexy ist an der Cecilia ihr Lachen. Juppi! Gunne! Ich habe mich total gefreut, dass Roland zu mir kommt. Martin hat ganz, ganz schöne blaue Augen. Das war sicher faszinierend. Auch Suster hat mich einfach am sympathischsten gedacht. Das ist ein gewisses Gefühl von der Selbstbestätigung. Es ist natürlich für sein eigenes Ego, sage ich einmal, ist es schön gewählt zu werden. Tiffany Nancy, that's not what my plans be. Need a girl that can stand me, raise me a family. Go from trip to the land, see the trip to the Grammys. Cecilia ist eine Frau, die es auch gerne lustig hat. Aber auch kann romantisch sein, also auch kann flirten, sage ich jetzt mal, mit ihren Augen, mit ihrer Art. Sie ist eine mega aufgestellte und sie ist sicher nicht der Typ, der ein Stieren, so ein Bünzligen mag, sondern eben Fun, Leben, ich lebe heute nicht mehr. Wir haben von Anfang an können miteinander schwätzen und ja, wir haben auch geflirtet miteinander, Handy gehebt, wir haben gefunden, das ist unser Tag, den geniessen wir. Wir sind jetzt heute Schätzelis. Wir haben vieles diskutiert, haben schon gemerkt, wo wir alles Gemeinsamkeiten haben. Und es waren erstaunlich viele. Und ja, wir haben wirklich schon sehr viel beim Essen geredet. Auch weniger mit anderen Leuten. Wir waren wirklich sehr aufeinander fixiert. Er war ein richtiger Gentleman. Von Anfang bis zum Schluss habe ich wirklich, bin ich immer schön begleitet worden. Und es war ein super Abend. I need somebody I can hold tight. It's wintertime in the full length, Snow White. Anytime we together feel so right. You the girl I've been looking for my whole life. Er nimmt einfach die Leute auch, wie sie sind, und er lässt sie leben, so wie sie sind. Sehr angenehm. Und ich weiß auch nicht, ist mir positiv aufgefallen. Man fühlt sich wohl in seiner Nähe. Das gewisse Etwas fehlt bei ihr. Und ich würde sagen, mal, das wäre die Frau für mich. Die Ausstrahlung, dass ich gerade finde, mal, ich muss da muss mehr kommen, das war einfach nicht gerade rum. Der Funke ist nicht gesprungen. I need a girl in my heart.
girl, I would have died for me. Didn't appreciate it, so I made her cry for me. Die Duscha ist sehr nette und sie ist immer sehr direkt. Also ich weiss, wenn sie etwas sagt, dann ist es so. Dann meint sie es auch so. Ich kann mir einen gut vorstellen als super Kollege. Wir werden uns sicher auch wieder mal sehen. Aber eben der Funke ist in dem Sinne gesprungen. Also sie ist sicher ein Typ Frau, die ich mir vorstellen kann an meiner Seite. Aber ich sage mal, es braucht noch mehr Zeit. Damn, I wish you would have had my child. Come on, a pretty little girl with ditty style. Die richtige Frau für mich muss eigentlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wischig sein, eben von der Cecilia her. Ein bisschen aufgestellt, einfach eine lässige sein, nicht irgendeine komplizierte. Nein, ich habe noch niemanden getroffen, bis jetzt so geschrieben hat. Ich finde es einfach wichtig, dass ich auch E-Mails bekomme, die Fotos drauf haben. Weil sonst, ich habe die Leute nicht gesehen, sind mich schon. Für alle die, die jetzt kein PC daheim haben und ich können eine E-Mail schreiben, könnt entweder das Tele Zürich einen Brief schreiben oder mir direkt aufs Nattel Nummer 078 797 29 30 ein SMS schicken. Also ich würde mich über das Mail von einer Frau freuen, die Power hat, die weiss, was sie will im Leben, die wirklich auch mit beiden Beinen am Boden ist und auch für die Zukunft schon seine Gedanken hat, nicht einfach heute lebt und morgen schauen. Ich habe viele Mails bekommen, also oder gute Mails bekommen. Aber jetzt mal schauen, also ich bin da noch gespannt, ich werde mich sicher mit 2-3 Monaten treffen und mal schauen, wie es sieht, einfach so. So, meine Herren, jetzt können Sie die Fernbedienung getrost weglegen. Jetzt ist es vorbei mit Zeppen, weil jetzt kommt unsere Singlefrau. Applaus, das ist sie, Andrea. Hallo Andrea, hoi. Herzlich willkommen. Sag mal, hättest du jetzt so vor 5 Jahren gedacht, dass du mal in einer Single-Fernsehshow einen Mann suchst? Nein, nicht wirklich, weil dort war ich in einer glücklichen Beziehung und wäre nie auf die Idee gekommen. Mit wem bist du dann dort zusammen gewesen? Mit dem Guido. Mit dem war ich 5 Jahre dann zusammen und wir haben uns vor 1,5 Jahren getrennt. Ist der Guido so der Mann gewesen, wo du das Gefühl hast, mal mit dem bleibe ich zusammen? Ja, eigentlich schon, weil wir haben uns im Ausland kennengelernt. Als Reiseleiter, er war mein Chefreiseleiter und wir sind dann zusammen in ein anderes Zielgebiet und dann haben wir gefunden, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz und bauen uns eigentlich da ein Leben auf. Und das war eigentlich der erste Mal, wo ich gefunden habe, mal. Da könntest du dir die Zukunft vorstellen. Genau. Wie haben wir denn eure Zukunft geplant? Ja, wir sind zuerst mal in die Schweiz gekommen. Es war relativ schwierig am Anfang mit der Bewilligung, bis ich dann meine B-Bewilligung gekriegt habe. Und dann haben wir einfach ja, gesagt, jetzt schauen wir mal, wie das Leben in der Schweiz ist, wie es weitergeht mit uns. Und eigentlich schon die Richtung ja, mal Familie, Kinder. Und das Haus haben wir glaube ich, auch bauen. Mhm. Das ist noch eine ganz extreme Geschichte. Wir hatten ja den Kaufvorvertrag gehabt. Mhm. Und dann hast du kalte Füße bekommen. Mhm. Ich glaube, das war der Punkt, dann, wo ich mir überlegen haben müssen, ist es das wirklich? Und ja, da ist doch eine Verpflichtung, die man eingeht mit einem Haus. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, willst du das wirklich? Und das habe ich mir eigentlich nicht ganz klar mit Ja beantworten können. Obwohl unsere Beziehung eigentlich gut war. Aber wieso wieso einfach... ist es der Guido nicht gewesen? Ja, im Ausland war es einfach ein ganz anderes Leben gewesen als Reiseleiter. Jeder Abend ist man im Ausgang, man ist sehr viel eingeladen, man geht ja, jeden Tag weg, ist gleich ob Montag oder Samstag. Und in der Schweiz war es dann so, dass er ist eher der ruhigere Mensch war, was ich zuerst sehr an ihm geschätzt habe. Und ja, was mir eigentlich auch gefallen hat, weil er mich immer wieder einmal abgeholt hat, wenn ich wieder meine Träume ausgelebt habe oder auch sonst. Und da habe ich einfach gemerkt, nein, ewig so leben möchte ich doch nicht. Ja gut, und in den Ferien, in den Clubs und als Reiseleiter ist immer alles organisiert, hätte gar nichts selber machen müssen. Genau. Ist es dir dann ein bisschen zu langweilig gewesen? Und er ist auch nicht so der sportliche Typ und ich bin doch sehr, sehr sportlich. Und ja, was mich noch schwierig dunkt, Entschuldigung, man hat einen Vorvertrag für ein Haus und dann wacht man auf und hat irgendwie, der ist es nicht. Ich meine, wie sagst du denn das? Ja, es war noch relativ schwierig, weil, eben wie gesagt, unsere Beziehung war grundsätzlich gut. Aber ich denke, wir haben beide gemerkt, es ist nicht mehr das und wir hätten beide daran arbeiten müssen. Aber ich denke, Männer sind da eher nicht so realistisch und denken sich, ja, das kommt schon wieder, es wird wieder besser. Und als ich dann mit ihm eigentlich das Gespräch gesucht habe, hat er gesagt, ja, es ist mir eigentlich auch schon lange klar, aber
er hat irgendwie den Mut gefunden, wir lassen es einfach ein bisschen laufen. Ja. Wir haben jetzt ja so ein Häuschen kaufen und so. Genau. Routine halt. Wie du abhebst und vor allem für welche Fluggesellschaft, darf ich da leider nicht sagen, das wäre Schleichwerbung. Ich sage nur eins, es klingt sehr ähnlich wie Swiss Date. Als ich vor eineinhalb Jahren in die Führung der Flight Attendants gewechselt habe, war das für mich eine grosse Herausforderung, aber auch ein grosser Schritt in meinem Leben. Ich schätze sehr, täglich mit meinen Flight Attendants zu haben, aber auch noch selber 20% zu fliegen. Früher, als ich noch viel geflogen bin und jetzt, wo ich im Büro bin, gehe ich dreimal in der Woche ins Aerobic. Aerobic darum, weil ich gerne in der Gruppe trainiere und auch Musik gibt mir sehr viel Energie. Im Winter sieht man mich noch oft auf der Skipiste und im Sommer ständig auf den Blades. Ich mache die Ausbildung zur Personalfachfrau, weil im Moment kein richtiger Raum ist und ich denke, ich mache meine Karriere selber. Die Ausbildung ist mega anstrengend und stressig, aber auch sehr interessant und eine neue Herausforderung. Ich gehe gerne in Ausgang, aber es muss nicht mehr jedes Wochenende die Mega-Party sein, sondern ich gehe gerne gut essen mit einem guten Glas Wein oder Eis ziehen, wie jetzt mit der Nadine. Der letzte Mal, den mir Andrea vorgestellt hat, war sehr nett, war aber sehr eifersüchtig und auch besitzergreifend. Und das ist eigentlich das Letzte, das Andrea brauchen kann. Sie braucht auch in einer Beziehung ihre Freiheit. Eifersüchtig, besitzergreifend, das war ein super Typ, den du kennengelernt hast. Was war das für einen? Ja, ich denke, es ist die Mentalität, südländischer Typ, was mir eigentlich schon gefällt. Aber einfach ja, das Gefühl, sie besitzen einen auch. Und ja, wenn man mal mit jemand anderem ist, ich habe auch sehr viele männliche Kollegen, und wenn man da mal in den Ausgang geht oder so, einfach immer das Misstrauen. Und ja, vom Aussehen hätte das schon gepasst, wenn da die Mentalität nicht gewesen wäre. Schon wieder kennen zum Heiraten, Familie gründen und Häuschen kaufen? Nein. Das ist glaub, wirklich dein Ziel, gell? Ja, mit 34 fängt man langsam an zu überlegen. Und ich bin im Job jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Schwangeren zusammen, weil die immer in unserer Abteilung eingesetzt sind. Und ja, da fängt man als Frau irgendwann halt einmal an zu überlegen und denkt, könnte ich mir auch vorstellen. Also du willst noch gerne ein Kind? Ja, ich könnte. Aber ist jetzt nicht so, wenn der richtige heute da dabei ist, dass du schon sagst, morgen müsst ihr dann mal darüber reden? Nein. Nein, so schnell muss nicht gehen. Nein, ich bin auch nicht so fixiert auf ein Kind, wenn es jetzt keins ist. Aber ja, man überlegt sich so, und ja, die biologische Uhr tickt halt dann doch irgendwann bei einer Frau. Mit was für einem Mann willst du deine Ziele erreichen? Deine Wunschträume? Ja, der sollte spontan, offen sein, ehrlich vor allem, auch sportlich. Ja, gerne ein Unternehmen. Über etwas haben wir neu geredet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben. Das darf ich auf keinen Fall ausklammern. Das Eishockey. Du bist ganz ein fanatischer Eishockey-Fan. Zwar nicht mit Schal und EHC Kloten. Also eben, ich wollte dich auch fragen, sieht man dich auch im Liebli, so im riesen Liebli mit dem Schal und dem Käppli? Und nein, so weit geht es nicht. Aber ich kann mich also schon sehr für meinen Club eifern. Und ja. Ja, aber Österreich hat ja auch noch ein paar gute Clubs. Also, warum dann der EHC Kloten? Ja, ich war früher schon Eishockey-Fan durch meinen Papi. Und als ich dann in die Schweiz kam mit dem Guido, er war früher schon EHC Kloten-Fan. Ah, dann hat man das halt einfach übernommen. Und nachdem Swiss ja auch EHC Kloten sponsert, denke ich, ist wer sponsert das? Wer sponsert das? Okay, kein Problem. Also, ob sie hockey-tauglich sind oder nicht, oder überhaupt für dich, welcher in Frage kommt, das kannst du gleich entscheiden, weil jetzt kommen sie dann noch unsere drei. Das grosse Glück und die wahre Liebe kannst auch du finden. Melde dich bei Swiss Date an und verlieb dich unsterblich. Schick deine Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf und deiner Handynummer an Swiss Date, Postfach 8031 Zürich. Oder log dich ein unter swissdate.ch. Und schon bald schwebst auch du auf Wolke 7. Sagen wir es wieder mal an dieser Stelle. Die Fragen, die unsere Singles hier stellen, die bringen sie selber mit. Wie sind deine entstanden? Meine sind so zwischen zwei Flügen entstanden, mit einer Kollegin zusammen.
Ich bin froh, dass du jetzt nicht wieder die Fluggesellschaft gesagt hast. Gut, ein riesen Applaus. Da ist der erste Mal, der es probiert, Heinz. Er steckt voller Überraschungen. Bei ihm weiß man nie, was kommt. Jetzt wünscht sich der Heinz eine lebensfrohe Frau, die reif ist, gern tolle Sachen unternimmt, ein gutes Allgemeinwissen hat und ihn nicht ausnutzt, weil er nicht Nein sagen kann. Der mittlere Mann heisst Markus. Der Markus sucht den Deckel für den Topf. Weil er ein kleines Arbeitstier ist, hat er sich noch nicht so richtig um eine Beziehung kümmern. Das holt er jetzt nach. Er stellt sich eine Frau vor, die tanzen kann und immer eine gute Figur macht und hat. Applaus, Rico! Ein Rico im Albtraum von einer Frau ist folgendermaßen: eine Schlafkappe, unzuverlässig und unpflegt. Er steht auf Frauen mit vielen Interessen, viel Lebenslust und Freude. Vom Typ her steht er eher auf Blondinen. Hallo zusammen, sind ihr ready für meine Fragen? Ja. Die Schweizer sind ja, oder die Schweizer machen dauernd Österreicher-Witz. Was denkst du über die Nachbarland, Heinz? Also, es war einmal ein Schweizer, ein Italiener und ein Österreicher gewesen. Nein, keine Angst, es gibt keine Pointe. Jetzt, als ich dich gesehen habe, werde ich es nicht verscherzen. Und was hältst du von den Österreichern, Markus? Also gegen die Österreicherinnen habe ich nichts, aber gegen die Österreicher, die Skifahrer. Und wie sieht dein Bild aus, Rico? Über Österreicher wird gewitzelt, über Aargauer wird gewitzelt und über Zürcher mit einem Schnauze, so wie ich ihn habe. Auch. Luxus ist für mich eine tolle Shoppingtour oder ein Verwöhnwochenende. Was ist für dich Luxus, Markus? Luxus ist für mich, zweimal in der Woche Latin tanzen zu gehen. Ich hoffe, wir können zusammen einst den Luxus geniessen. Für was gibst du viel Geld aus, Rico? Das Geld habe ich gerade beim Shoppen in Chicago ausgegeben. Das Verwöhnwochenende, das würde ich gerne mit dir planen. Und den Luxus zeige ich dir natürlich später. Wie äußert sich der Luxus bei dir, Heinz? Durch mein Hobby wird schon die Fahrt zum Shoppingcenter zum Luxus. Mit welchem wollen wir heute fahren? Mit dem Opel, dem Audi oder dem Jaguar? Ich gebe zu, ich wäre manchmal etwas ungeduldig und hasse es mega im Stau zu stehen. Was stresst dich, Rico? Wenn ich am Morgen im Verkehr zu spät komme und auf das Morgen muss verzichten, natürlich. Wann verlierst du deine Geduld, Heinz? Andrea, wir stehen im Stau, klappen die Sitze hinterher, endlich kommen wir uns näher. Doch plötzlich ist der Stau fertig. Das würde mich schaurig stressen. Und was bringt dich auf die Palme, Markus? Auf die Palme kann mich bringen, wenn du mit mir kannst keine Zeit verbringen. Heinz, Markus oder Rico, nach dem Film wollen wir es wissen. Mit den Chauffeuren der Autovermietung Rent-A-Car und der Fahrzeugflotte von Fiat Zürich geht es ab in Ausgang. Zuerst verwöhnt uns Restaurant Spinnerei in Ahrtal mit feinen Köstlichkeiten. Zum Tanzen gehen wir anschliessend ins Dancing P1 nach Dübendorf. Dort geht bis in die frühen Morgenstunden die Post ab. Die letzte Wahl in diesem Studio. Andrea, das ist deine Fanfare. Wenigstens schon mal akustisch. Danke vielmals fürs Dabeisein, Rico. Michael Learns to Rock CD, auch für dich, Markus. Valentinstag ist nämlich am nächsten Freitag. Dann kommen wir doch zu euch zwei. Wir sind vielleicht bis dann schon schwer verliebt. He? Das werden in dem Fall das erste Bild. Fuji-Film, Sofortbildkamera.
jeder von euch kommt natürlich eine über. Das willst du wissen, gell? Ja. Ist es jetzt der Audi, der Corsa oder der Jaguar? Der Jaguar ist es. Hast du die drei Autos wirklich oder hast du das erfunden? Sind die heim. Du bist also wirklich ein riesen Autofreak. Ernsthaft, was war es, als du dich für den Heinz entschieden hast? Ja, einfach, ja, sie ist ausgesehen und sympathisch und das Lächeln und eben, ja, der Jaguar. Wie du so? Mal ein Spritztuch im Jaguar. Okay, okay. Sie hat ja gerne Luxus. Was du von ihr haltest, das kannst du uns erzählen in der nächsten Sendung. Und das wäre es auch schon wieder gewesen von Swiss Dates. Nächste Woche eine Premiere im neuen Studio, neues Dekor. Wenn Sie bei dieser Premiere mit dabei sein live im Studio, dann geht doch auf swissdate.ch. Da sehen Sie alles, wo das ist und welche Zeit und so weiter und so fort. Ich hoffe, Sie zügeln mit uns. Delete.